Nun, wenn man sich so einen Beutel Voloven anschaut, in die Hand nimmt, dann sieht man, da stehen ein paar Zahlen drauf und ein paar Bemerkungen. Trägermedium von Hydroxyethylstärke bzw. Voloven ist physiologische Kochsalzlösung. Und dann sieht man, steht zum Beispiel Häs 6%, Häs 10%, das gibt es auch. Das bedeutet, dass in einem Liter, bei 6%, in einem Liter Häs 6% sind 60 Gramm Hydroxyethylstärke enthalten. Dann steht doch noch eine Zahl, 130. Das heißt 130.000, das definiert das Molekulargewicht. Und das hat diese Bedeutung, dass das die Größe des Moleküls definiert, wo in welchem Raum, also intravasal bzw. interstitiellen Raum, haltet sich dieses das Voloven auf oder überwiegend auf. Und aufgrund seiner Größe bleibt es nur intravasal. Und aufgrund seiner Größe kann es nicht über die Niere ausgeschieden werden. Was man hier noch sieht, das sind diese 0,4, das ist der sogenannte Substitutionsfaktor. Der sagt aus, wie viel Glukosemoleküle mit Hydroxyethylstärke behaftet sind, also verbunden sind. Von 10 Glukosemolekülen sind in diesem Fall 4 mit Hydroxyethyl verbunden, also dass es Hydroxyethylstärke gibt. Auf der anderen Seite heißt es, 6 von denen, von den Glukosemolekülen, die können verstoffwechselt werden. Dort kann die Amylase angreifen. Das hat auch etwas mit der Ausscheidung zu tun, mit der Geschwindigkeit der Metabolisierung. Aus heutiger Sicht weiß man, dass dieses Molekulargewicht und der Substitutionsfaktor die besten Eigenschaften haben, vor allem auch nicht nur im Volumeneffekt, sondern auch bezogen auf die Nebenwirkungen. Was man wirklich verstanden haben oder was man verstehen muss, ist, dass Hydroxyethylstärke ist kein Ersatz für Sauerstoffträger. Also es ersetzt nicht die Funktion der Erythrozyten. Es ist, wenn man so will, ein reiner Füllstoff, der sich intravasal aufhält. Was ich damit erreichen kann mit Häs ist eine Normovolemie bei zum Beispiel Blutverlust. Drum sollte man, wenn man Häs verabreicht, immer auch das HB und das Hämoglobin im Auge behalten. Denn irgendwann erreicht man Grenzen, dann verdünnt man das Blut so oder das Hämoglobin so, dass es zu einer Verdünnungsanämie kommt und die Sauerstoffbindungskapazität dramatisch abnehmen kann und im Endeffekt resultiert dann daraus ein Sauerstoffmangel der Gewebe. Also immer gucken, ob das HB noch in anerkannt oder in normalen Grenzen ist, sich befindet. Nun, wie wirkt Voloven? Oder wie kann man sich das vorstellen, wie es wirkt? Ein Beispiel für einen Volumenmangel wäre eine Spinalanästhesie. Wir wissen, dass der Sympathikus die Gefäßweite bestimmt, steuert. Und im Rahmen einer Spinalanästhesie kommt es zu einer Sympathikolyse. Die Folge davon ist, dass die Gefäße in eine Mittelstellung, und das ist eine Dilatation, sich begeben. Somit haben wir ein Missverhältnis zwischen Gesamtdurchmesser des Gefäßsystems und Inhalt. Also sprich Volumen. Die Folge davon ist, dass das Volumen versackt in der Peripherie. Es ist ja keine Steuerung mehr der Gefäße, wie gesagt, des Gefäßtonus vorhanden. Nun, was machen? Man kann jetzt vasoaktive Substanzen geben oder, beides ist besser, man ersetzt Volumen. Es ist eine relative Hypovolemie, wenn man so will. In dem Fall gibt man Voloven und passt wieder das Intravasalvolumen zum Gefäßquerdurchmesser an. Und in der Regel ist es so, dass sich dann der Blutdruck wieder normalisiert bzw. sich wieder in normalen Grenzen bewegt. Die Vasodilatation durch die Sympathikolyse führt dazu, dass das Herz einen schlechteren Füllungsstatus hat. Also das heißt, das Herz, die Ventrikel sind in der Diastole, Enddiastole schlechter gefüllt. Somit ist auch der Auswurf dementsprechend schlechter und insgesamt in seiner Konsequenz kommt es zur Abnahme des Herzminutenvolumens. Wenn ich jetzt das Gefäßvolumen das wieder auffülle, also eine Isovolemie erreiche ich auch wieder eine dementsprechend gute Füllung der Ventrikel und ein dementsprechend guter Auswurf. Das heißt, ich verbessere dadurch wieder mein Herzminutenvolumen. Und wir wissen, Kreislauf ist ein Zusammenspiel aus Gefäßsystem, Volumen im Gefäßsystem und Herz als Pumpe, als Motor des Ganzen.